Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, was die AfD verändern muss, um auf 30 bis 40% zu kommen. Die Politik ist ein schmutziges Geschäft manchmal und ich bin froh, dass ich einer Partei angehöre, bei der ich die Wahrheit sagen kann. Mein Problem besteht nur darin, dass ich diese Wahrheit nicht nach außen tragen kann, weil zwischen uns und den Menschen draußen eine gigantische, dicke Betonwand ist, Stahlbetonwand. Und diese Stahlbetonwand, das muss man auch ganz ehrlich sagen, das sage ich als Rundfunkrat auch ganz ehrlich, auch wenn ich dafür innerhalb des Rundfunkrates wieder geziehen werde, diese dicke Betonwand wird von der Presse errichtet. Sie berichtet über uns ausschließlich negativ Konnotiertes und über die Agenda würde niemals berichtet. Und insoweit besteht unsere Hauptaufgabe und meine Hauptaufgabe, die ich immer mit dem Thema Entdämonisierung überschreibe, die besteht darin, diese Botschaft, zum Beispiel den Text des Muezzinrufs, über diese Mauer hinweg in die Ohren derer zu tragen, die gerne jede andere Partei wählen kann, aber von denen ich wenigstens möchte, dass sie die Informationen haben, um aufgrund der Information dann eine Entscheidung zu treffen. Und das, Herr Stürzenberger, war, also vom Gefühl her, ich sag mal, bis vor 15, 20 Jahren, vielleicht auch nur 25 Jahren, war das einfach so. Du hast den Fernseher eingeschaltet, öffentlich-rechtlichen, und da hat der Fernsehmoderator dir die Fakten geliefert. Manchmal gab es dann einen Kommentar, da war überschrieben, Kommentar, so. Der war dann oft schon ein bisschen politisch eingefärbt, aber das war ein Kommentar. Aber du hast die Information bekommen. Und jeder Bürger hat ja im Endeffekt in unserem Land die Möglichkeit, die Parteiprogramme aller Parteien durchzulesen. Sie sind alle online verfügbar, auch in Printform natürlich. Und er kann Rundfunksendungen sehen, Diskussionen sehen. Und dann entscheidet er souverän, wen möchte er wählen. Und das Thema gibt es nicht mehr. Zum Beispiel, weil in Podiumsdiskussionen, wir haben es jetzt gesehen bei der Stadtratswahl für München, die AfD kommt auf kein Podium mehr. Wir werden nicht mehr eingeladen. Auch ein Faszinosum, wenn man es eigentlich will. Denn am Anfang, als wir auftauchten, ja, da hieß es, ja, die AfD, die muss man inhaltlich stellen. Die wird auf öffentlicher Bühne seziert, ja, die wird tranchiert und dann ja, wird der Mist runtergekehrt. Und ja, da gab es viele Diskussionen, an dessen Ende wir nicht diejenigen waren, die vom Plenum runtergefallen sind. Und dann haben sie gemerkt, dass sie euch faktisch nicht stellen können, jetzt schließen sie euch aus. Daraufhin haben sie beschlossen, uns einfach nicht mehr vorkommen zu lassen. Es gibt wirklich Leute, die denken, ja, wenn über eine Partei nicht berichtet wird, dann gibt es diese Partei wohl auch gar nicht. Also es funktioniert wirklich, was der Öffentlich-Rechtliche, was die Medien dort machen, die Printmedien auch natürlich, es funktioniert sehr gut, macht unsere Aufgabe schwerer, ändert aber nichts an der Zielrichtung. Wir müssen diese Mauer überwinden und wir müssen einfach nur die Information den Menschen geben. Was sie dann entscheiden, wie sie sich dann entscheiden, das ist in einer Demokratie, in der Anonymität der Wahlkabine ihnen überlassen. Die Diagnose ist völlig richtig, aber die Dimension des Problems wird in weiten Teilen der AfD immer noch unterschätzt. Ein Beispiel sind die YouTube-Titel der AfD-Fraktion im Bundestag. Es geht dort immer um die Altparteien. Die AfD hat es den Altparteien gezeigt. Die Medien sind nicht im Titel. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber die Medien werden ja auch erwähnt. Aber das Problem ist, dass wenn man die Altparteien erwähnt, dann springt man in einen Frame rein. Und zwar den Medienframe, dass wir eine Opposition haben, dass wir die Regierung haben, dass wir also unterschiedliche Parteien haben und die Medien sind die neutralen Mittler. Indem die AfD sich auf die Altparteien konzentriert und nicht auf die Medien, die Altparteien in den Mittelpunkt stellt, wie es sich ja für eine Opposition gehört, die AfD, da denken sich wahrscheinlich, wir machen hier ordentliche Oppositionsarbeit und wir machen das so, wie es gehört und dann können wir nicht geframed werden. Das Problem ist, dass sie damit einen Frame bedienen, ungewollt. Sie bedienen damit den Frame, wir haben hier die Regierung, die hat was zu sagen und das sind wir und die Medien spielen irgendeine Randrolle. Aber in Wahrheit ist das nicht so. In Wahrheit sind die Altparteien, es sind mehr oder weniger Marionetten der Medien. Die Medien steuern das Verhalten der Altparteien über die Wahlen, weil die Medien das Verhalten der Bürger steuern durch Manipulationsmethoden. Das heißt, in Wahrheit, die Medien sind die Bestimmer. Und wenn jetzt die AfD die Regierung angreift, dann bedient sie diesen Frame der Medien, dass sie eigentlich gar nichts zu sagen haben. Also die Macht der Medien speist sich daraus, dass man nicht weiß, dass sie das Sagen haben. Und die AfD traut sich jetzt nicht, das entsprechend zu framen.
Weil dann haben sie Angst. Oh, dann werden wir, wenn wir die Medien kritisieren, dann werden wir schlecht geframed. Dann werden wir als Undemokraten geframed, die die Medienberichterstattung nicht aushalten. Und es ist immer so, egal was man kritisiert, es muss immer wahr sein. Egal auf welche Weise es unwahr ist, wenn man etwas Unwahres, wenn man einen unwahren Frame bedient, dann hilft man den Medien. Ein Beispiel. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, wir sind Demokraten, wie alle anderen Parteien auch, dann bedient man zu einem großen Grad den Medienframe, nachdem die ganze Welt in Ordnung ist. Weil wenn die anderen Parteien demokratisch sind, dann haben wir ja gar kein Problem. Aber de facto ist es ja so, dass die anderen Parteien ihre Meinung nach den Medien ausrichten, dass der Meinungsbildungsprozess gestört ist. Und die Schwierigkeit für die AfD ist es, die passenden Formulierungen zu finden. Den Bürgern zu schildern, was eigentlich los ist. Ein anderes Beispiel. Die Impfung ist für die meisten Menschen tödlich. Wir sind gegen das Impfen, weil die Impfung ein Massenmord ist. Was werden die Medien machen? Sie nehmen diesen falschen Frame und hauen es der AfD oder anderen um die Ohren. Es ist so, dass die großen Medien mit allem, was sie haben, versuchen, Krieg zu führen gegen die AfD. Sie probieren, die AfD auf der einen Seite schlecht zu machen, durch negativ konnotierte Berichterstattung, aber so selten wie möglich. Weil wenn man die AfD zu oft erwähnt, dann räumt man die Bedeutung ein. Das wissen die Medien ganz genau. Während im Juni noch 75% der Leute in Deutschland ausgeschlossen haben, AfD zu wählen, waren es nach der Wahl nur noch 72%. Das scheint nicht viel, aber es ist die Gesamtbevölkerung. Und es sind 3%. Das heißt, 3% hat man es ein paar Wochen geschafft, rüberzuholen. Wir haben eine Art Zweiteilung der Gesellschaft im Konsumverhalten und dadurch auch im Wahlverhalten. Diejenigen, die alternative Medien konsumieren, sie werden die Altparteien kaum mehr wählen. Ich denke, das ist fast ausgeschlossen. Jemand, der Epoch Times liest oder Boris Reitschuster liest, der wird nie wieder Altparteien wählen. Diejenigen hingegen, die keine alternativen Medien konsumieren, die werden auch nie AfD wählen oder auch nie Basis wählen oder zu einem kleinen Grad. Das bedeutet, ein großer Teil der 10%, der die AfD gewählt hat, sind durch die großen Medien nicht mehr erreichbar. Das Problem ist, wenn die AfD bei 10% bleibt, dann hat sie keinen Einfluss auf die Politik in Deutschland. Und damit hat sie auch keinen Einfluss auf die Berufung von Richtern. An den Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht mit dem Vorsitzenden Stefan Haber sieht man, wie wichtig das ist. Der Meinungsdruck wirkt sich auf die Urteile von Gerichten aus. Davon kann Michael Stürzenberger beispielsweise bestimmt ein Lied von singen. Was kann man nun tun, um den Einfluss der großen Medien zurückzudrängen? Es ist so, dass Angriff und Verteidigung im Grunde dasselbe sind. Weil es geht immer darum, welchen Frame man bedient. Und ob der Frame stark ist oder schwach ist. Wenn man sich verteidigt, dann greift man damit automatisch die Medien an. Wenn der Frame stark ist, beispielsweise wenn man jetzt sagt, wir sind eine demokratische Partei wie die anderen Parteien auch, dann ist das kein starker Frame, weil da ein Widerspruch drin ist. Wenn die anderen Parteien demokratisch sind, dann bedeutet es, dass die Hetze gegen die AfD legitimiert wird. Und das steht im Widerspruch dazu, dass die AfD demokratisch ist. Das heißt, Äußerungen in der Art, die so zurückhaltend sind, in Anführungszeichen, es sind keine zurückhaltenden Äußerungen, sondern es sind schwache Äußerungen, weil sie widersprüchlich sind. Sie bedienen unterschiedliche Frames, dadurch macht man sich unglaubwürdig. Wenn man sich glaubhaft verteidigt, aus meiner Sicht müsste man zum Beispiel auf die Website ganz dick ein Slogan machen, sofort, dass es alle sehen können. Nicht wir sind Extremisten, sondern diejenigen, die uns so bezeichnen. Dann ist das eine ganz klare Haltung gegen den Medienframe. Und es ist auf der einen Seite Verteidigung, aber damit greift man auch automatisch die Medien an. Die AfD müsste solche Richtigstellungen in den Mittelpunkt rücken. Beispielsweise, die Medien bringen täglich Schlagzeilen, wie beispielsweise hier Impfskeptikerin Weidel. Die Medien gehen hier ein Risiko ein, weil es natürlich eine Fehlsuggestion. Nur weil Weidel jetzt der Corona-Impfung gegenüber skeptisch ist, ist sie nicht gegenüber allen Impfstoffen skeptisch eingestellt. Das wird aber hier ganz klar suggeriert. Und wenn es der AfD gelingt, das in den Mittelpunkt zu stellen, diese bewusste Fehlsuggestion, man hätte ja noch locker das Wort Corona davor setzen können, dann gelingt ein großer Schlag gegen die Medien. Und jetzt sagen die Leute, ja, aber die AfD kann doch nichts machen, sie hat doch keine Reichweite, die großen Medien, sie sind übermächtig. Aber das Problem ist, dass die AfD die Reichweite, die sie hat, im Moment gar nicht nutzt. Das heißt, wir sehen hier bei YouTube lauter Titel, die AfD hat es der CDU gezeigt. Und immer geht es gegen die Regierung. Die Regierung hat versagt. Immer das Gleiche. Und eigentlich geht es immer nur darum, weil die AfD sagt, ja, wir sind die Oppositionspartei. Aber sie merkt gar nicht, dass sie damit einen Frame bedient, der den Medien zugutekommt.
Stattdessen müssen die Medien angesprochen werden, weil sie sind in Wahrheit diejenigen, die das Sagen haben. Die Altparteien kann man eigentlich fast ignorieren und sie auch genauso behandeln wie Marionetten, weil es sind de facto Marionetten. Und das kann man auch begründen. Man muss einfach nur präzise sein. Wenn man etwas präzise begründen kann, dann kann man alles sagen. Das ist ganz wichtig. Die AfD traut sich im Moment, bestimmte Dinge nicht zu sagen, aus Angst. Und damit arbeiten die Medien. Die Medien versuchen, der AfD Angst einzujagen, dass sie sich nicht traut, die Dinge klar zu benennen, richtig zu framen. Aber die AfD, sie wird immer nur dann schlecht gemacht, wenn sie falsche Frames vorbringt, wenn sie unpräzise ist, wenn sie nicht richtig aufpasst oder wenn Aussagen verdrehbar sind. Das heißt, die AfD muss sich im Vorfeld die Formulierungen genau überlegen, dass sie nicht unbiegbar sind. Eine wichtige Vokabel, meiner Meinung nach, ist beispielsweise gestörter Meinungsbildungsprozess. Man sagt nicht Diktatur, sondern man sagt nicht funktionierende Demokratie, weil der Meinungsbildungsprozess gestört ist. Das ist unangreifbar, weil das ist so. Wenn man sagt Diktatur, das ist im Grunde ein historischer Vergleich. Und solche Vergleiche werden immer ausgenutzt. Das heißt, auf historische Vergleiche oder überhaupt auf Vergleiche sollte man immer verzichten, weil es ist eigentlich nur ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Sondern es braucht klare, präzise Formulierungen, die die Situation tatsächlich beschreiben. Und das muss man sich im Vorfeld überlegen. Ich musste mir diese Formulierung mit gestörter Meinungsbildungsprozess auch überlegen. Oder ganz wichtige Vokabel ist Unausgewogenheit. Das kann die AfD immer vorbringen in Interviews, Unausgewogenheit. Weil das ist das, womit die Medien arbeiten. Aber da muss man sich drüber Gedanken machen. Und da fehlt in der AfD im Moment die Professionalisierung. Sondern es geht immer nur um tägliche Politik, um Alltagsarbeit, was ja auch wichtig ist. Aber die Medien spielen die maßgebliche Rolle. Und dann reicht es nicht, das immer nur zu beklagen und darüber zu jammern und sagen, ja, die Medien sind ungerecht, aber dann so, ja, wir können nichts machen, wir sind machtlos. Sondern die AfD ist überhaupt nicht machtlos. Die AfD hat eine Reichweite. Und sie kommt auch regelmäßig, selten, aber regelmäßig in Öffentlich-Rechtlichen vor. Und da muss man sich bewusst sein, jede Sekunde ist wichtig. Man muss sich überlegen, was sagt man nicht. Was hat Priorität? Was ist wichtig? Was will ich sagen? Das hat sich auch schon verbessert. Also die Wahlinterviews waren noch stark. Deswegen kommt die AfD jetzt ja auch nicht mehr dran in Talkshows. Überhaupt nicht mehr seit der Wahl. Weil die Medien das gesehen haben. Weil sie gesehen haben, 3%, sie haben jetzt zurück zur AfD gefunden. Ziehen sie wieder potenziell in Betracht. Es ist ja auch so, 4 Jahre lang ist Wahlkampf. Es ist eine Illusion zu glauben, die AfD kann jetzt innerhalb von ein paar Wochen vor der Wahl die ganzen Wähler zurückgewinnen, nach einer langen Dämonisierungsphase. Auch sehr stark unterstützt von Jörg Meuthen im Jahr 2020, wo die AfD dauerhaft auf 10% abgestürzt ist. Also 5% der Wähler dauerhaft verloren hat. Weil der Rechtsextremismus-Frame gegriffen hat. Weil Jörg Meuthen gesagt hat, ja, die Ost-AfD, die sollen ihren eigenen Laden aufmachen. Im Grunde sind sie unmöglich, die sind untragbar. Diesen Frame hat Jörg Meuthen andauernd verbreitet, auch mit dem Kalbitz-Ausschluss, mit der Flügelauflösung. Es wurde der Frame ganz stark verbreitet, die Ost-AfD ist unmöglich und damit ist die ganze AfD unmöglich, weil man kann sich nicht mit unmöglichen Leuten abgeben. Da muss man sich distanzieren. Und das ist auch deutlich sichtbar in den Umfragen, es sind 4%. Und das ist ganz klar in Verbindung zu bringen mit dieser Themenlenkung, die ganze Zeit geschehen ist. Es kommt immer darauf an, welche Frames man bedient. Bei eigenen Aussagen, in Interviews, in Reden, auch bei Covern. Welchen Frame bediene ich mit diesem Cover? Und das geht auch durch Priorität. Wenn ich jetzt die Altparteien, wenn ich denen jetzt Priorität einräume, dann räume ich den Medien weniger Priorität ein. Und das kann man begründen, das kann die AfD vorbringen, dass die Machthaber die Medien sind, weil sie die Narrative bestimmen, nach denen die Altparteien sich richten zu einem großen Grad und dann entsprechend einknicken. Wie Laschet bei Corona letztes Jahr, wo er erst auch nicht so die harten Maßnahmen wollte und immer geguckt hat, ja, wir wollen eigentlich jetzt die Wirtschaft schützen. Aber dann kamen die Medien und haben ihn als schwach hingestellt. Haben ihn verächtlich gemacht, haben ihn als schwachen Leader hingestellt, mit allen möglichen Tricks. Und das passiert die ganze Zeit. Und es ist auch so, die Leute spüren das auch. Aber die Leute, die wollen einen starken Anführer. Und die interessiert gar nicht das persönliche Wohl, logisch betrachtet, sondern sie wollen den starken Leuten hinterherrennen. Und die starken Leute sind diejenigen mit dem starken Frame. Das ist wahrscheinlich evolutionsbedingt. Wir müssen dran denken, die Menschen machen das, denken so, was vor 100.000 Jahren oder vor 10.000 Jahren am besten funktioniert hat. Und vor 10.000 Jahren haben wir uns die Köpfe eingeschlagen, haben in Dörfern gelebt. Wir haben hier kein Disney World. Das ist alles Fake Frame. Sondern es ist alles nur positiver Frame. Tatsächlich wollen die Leute in Deutschland besonders jemanden, der den Ellbogen ausfahren kann. Der sich durchsetzt, der den starken Frame für sich beanspruchen kann. Und was sind Zeichen der Stärke? Stärke ist beispielsweise geistige Überlegenheit.
Da denken jetzt die Leute an Wissenschaftler, aber geistige Überlegenheit heißt, dass man andere übertölpeln kann. Und das machen ja die Medien die ganze Zeit. Das heißt, werden immer irgendwelche Frames versteckt und die AfD wird damit übertölpelt, wenn sie passiv bleibt und damit darauf nicht eingeht. Wenn die Medien die ganze Zeit diese Frames verbreiten und die AfD bleibt passiv, geht darauf nicht ein, dann bleiben die Frames stehen. Dann wird der Ruf der AfD ruiniert, wie wir es jetzt sehen. 75% der Leute schließen aus, AfD zu wählen. Und dann führt nichts daran vorbei, dass man die Medien bekriegt, dass man sie angreift. Aber eben so, dass man da nicht zerstückelt wird, sondern man muss präzise angreifen. Aber es ist kein Weg, nicht anzugreifen und passiv zu sein, aus Angst, dass man schlecht geframed wird. Sondern steht man einfach schwach da, man steht wie ein Schwächling da, wie ein Feigling. Und das sehen die Leute in Wahrheit ganz genau. Sondern es geht darum, dass sie nicht diese ganzen Frames akzeptieren, sondern dass sie die Medien stellen, vor laufender Kamera. Die Leute wollen zwischen den Zeilen lesen. Und wenn die AfD sich gegen negative Frames nicht wehrt, dann denken sich die Leute, ja, das stimmt dann schon irgendwie. Die Leute gucken dann nicht nach. Also jedenfalls die allermeisten nicht. Wenn jemand gegen uns Krieg führt und wir machen nichts dagegen und sind irgendwie paralysiert, das geht natürlich nicht gut. Das ist wie, wenn jetzt eine Armee die andere angreift und die andere Armee macht nichts. Man muss einfach akzeptieren, dass uns der Krieg erklärt wurde. Und das sprechen sie nicht aus, aber das tun sie die ganze Zeit. Sie sprechen es natürlich nicht aus, damit wir nichts machen, damit wir schön passiv bleiben. Und da kommen natürlich auch noch irgendwelche Versprechungen. Richtet euch nach unseren Narrativen, dann sind wir nett zu euch. Und es erfordert natürlich Härte, in ein Interview zu gehen, mit dem Willen, denjenigen jetzt schlecht aussehen zu lassen. Aber man muss daran denken, diese Leute sind die ganze Zeit gehen in der gleichen Härte gegen die AfD vor. Jeder Interviewer der öffentlich-rechtlichen oder aller großen Medien geht in ein Interview mit dem Willen, den AfD-Vertreter doof aussehen zu lassen, zu zerstören. Das ist der Wille der großen Medien. Und wenn man da nicht hart ist, dann noch irgendwie versucht, wir können doch Freunde sein. So funktioniert das nicht. In dem Moment, wo sich die AfD erfolgreich wehrt, bekommen die Medien Respekt. In dem Moment werden sie auch sofort netter sein. Aber nur weil sie mal kurz ein bisschen netter sind, darf man dann nicht das Gefühl haben, es ist jetzt alles gut, jetzt sind wir wieder Freunde und jetzt ist alles gut. Nein, sondern sie weichen nur so weit zurück, wie sie eben müssen. Oder wie sie das Gefühl haben zu müssen. Und man darf nicht sich danach richten, zu denken, jetzt muss ich mich mit dem gutstellen. Ich muss mich jetzt mit dem Journalisten irgendwie gutstellen. Wir müssen gar nichts. Wir müssen uns nicht mit den großen Medien gutstellen. Weil das bringt nichts. Sie bekämpfen uns. Die Öffentlich-Rechtlichen haben die Pflicht, die AfD-Vertreter regelmäßig einzuladen. Und jetzt haben sie das Problem, jetzt wo sie die AfD gar nicht mehr einladen, fällt das schon auf. Das heißt, es ist ein Erfolg, im Grunde kann man sagen, dass die großen Medien sich genötigt sehen, die AfD-Vertreter nicht mehr einzuladen in Talksendungen. Weil das zeigt, dass die AfD-Vertreter gut waren. Und es bringt jetzt nichts, versuchen sich einzuschleimen, dass sie die AfD wieder einladen. Dann läuft man genau in die Falle rein. Das Video ist jetzt schon lang genug, es gibt dazu noch bestimmt sehr viel zu sagen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Noch ein Wort zu dem Spendenpool. Ich hatte letztes Jahr einen Spendenpool eingerichtet, weil mein Kanal vor der Löschung stand. Es war jetzt so, dass PayPal automatisiert diesen Pool aufgelöst hat. Also ich habe den nicht aufgelöst, sondern PayPal hat den aufgelöst. Ich habe jetzt einen neuen Pool angelegt und habe da wieder die 933 Euro einbezahlt, die vorher drin waren. Und es ist aber so, mein Kanal steht jetzt aktuell nicht vor der Löschung. Also die ganzen Strikes sind abgelaufen zum Glück und es sieht im Moment gut aus. Also wenn ihr das Geld zurückhaben wollt, das ihr damals gespendet habt, dann sagt mir das einfach. Ansonsten würde ich den Pool einfach lassen. Ich habe jetzt wieder einen neuen Pool eingerichtet und da bleibt das Geld jetzt einfach drin. Weil man weiß ja nicht, was kommt. Es gibt ja immer, es ist ja vollkommen unberechenbar. Und deswegen würde ich das Geld da einfach lassen für zukünftige juristische Angelegenheiten. Und ich bin natürlich über jede Spende dankbar. Macht's gut.